Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Grim Dawn. Ja, Sonntagvormittag. Irgendwie nehme ich fast immer Sonntagsvormittags auf. Ja, ihr seht, wenn ihr die letzte Folge am Freitag gesehen habt, hier ist kein chthonisches Rift oder wie man es ausgesprochen wird mehr. Was daran liegt, dass das Spiel, nachdem ich die letzte Folge aufgenommen hatte, mal dezent sich ins Nirvana verabschiedet hat. Was blöd ist, aber nicht zu ändern. Ich musste mich also hier nochmal ganz herkämpfen und dann kam auch der dicke Bossgegner, welcher dann aber durchaus sich nicht dazu bereit erklärt hat, ein chthonisches Rift zu öffnen. Gut, dann erübrigt sich die Frage vom letzten Mal und wir können hier einfach reinmarschieren. Das ist der Plan. Schauen wir mal. Es plätschert. Wir schauen, was uns auf uns zukommt. Es kann sowieso nichts Nettes sein. Das wissen wir ja. In diesem Spiel ist... Das kenne ich doch. Warte mal. Sekunde. So, wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe und mir die Map aufmache, sehe ich, dass ich hier rein soll. Eindeutig hier rein soll. Na gut. Dann gucken wir mal. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wir waren hier auf jeden Fall schon mal. Das kann allerdings auch gewesen sein, als wir diese Sondermission gemacht haben. Ach, Schnauze. Wieso eigentlich nicht? Stirb einfach. So, da haben wir eine Mahlzeit. Die nehmen wir natürlich gerne mit an uns. Ups, so. Ach, halt die Backen, Arschloch. So. Lalalala. Es kann eigentlich nur dahin gehen. Wir versuchen so schnell als möglich dann. Ja, wir müssen hier. Ja, ja. Hier waren wir auch wirklich schon mal. Das kommt mir echt höllisch bekannt vor. Schnauze. Schnauze, sag ich. So, Ruhe im Kapuff. Ja, hier waren wir definitiv schon mal. Das kommt mir echt höllisch bekannt vor irgendwie. Aber ich weiß nicht, warum wir jetzt hier wieder landen. Das ist mir gerade so ein kleines Rätsel. Ich nehme das einfach mal so zur Kenntnis. Schnauze. Aber hier führt der Weg entlang. Und wir haben da oben etwas noch nicht erkundet. Schnauze. Wir haben da oben noch etwas nicht erkundet. Also werden wir das jetzt nachholen. Wo müssen wir dann da lang? Wir müssen... Ah ja, alles klar. Wir können mal eben... Ja. Ihr seid toll und wir sind scheiße. So, wir gehen mal hier entlang. Tagchen. So, Ruhe im Kabuff. Sieht so aus. Der Vollständigkeit halber... Das war das. Dann hier. Das hier kennen wir nämlich noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Zumindest laut der Map. Und normalerweise funktioniert die. Ich weiß, normalerweise ist eine Einschränkung. Aber ich hoffe das einfach mal, dass ich hier richtig bin. Diesen ganzen Gewölben kann man sich ja schon mal verlaufen. Vor allen Dingen, wenn man keinen Navi dabei hat. So, Schnauze halten. Oh, da ist richtig was los. Hallöchen. Schnauze. Ihr stirbt jetzt auch alle mal. So. Sag ich doch. Mann. Ein Repetitiv-Gewerb. Ja, schauen wir mal. Ja, das kann nur in die Richtung gehen. Dann hier hoch. Hallöchen. Lässt du das mal?
Definitiv gehobener Schwierigkeitsgrad. Ist schwerer geworden. Steht völlig außer Frage. Normalerweise fallen die Monster schneller um, wenn ich meine Aoi raushaue. Die kleinen fallen noch recht fix, aber die großen tendenziell nicht. Ja, jetzt hat mein Feuerzeug den Geist aufgegeben. Ich liebe es. Moment. Sekunde. So, hier geht es also weiter. Kisten City. Was ist das denn? Ui, was Lilanes. Holla, die Waldfee. Ich habe was Lilanes gefunden. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, ob ich überhaupt schon mal was Lilanes gefunden habe, gebe ich ganz offen zu. Noch nicht einmal, bin ich der Meinung. Uiuiui, ui, ui. Das muss ich mir nochmal angucken. Wo ist denn das Ding hin? Nee, das ist es nicht. Ja, und ihr seht, ich bin wieder vollgepackt. So, legendäre Rüstungshandschuhe. Finde ich eigentlich ziemlich nice. Okay, ich probiere das ruhig mal hier. So, oh, die leuchten schick. So soll es sein. So, ihr habt gesehen, ich bin wieder vollgepackt bis zum Dach, was natürlich daher kommt, dass ich in der Aufnahmepause nicht aufgeräumt habe. Das ist wieder typisch Alt-Ernie. Absolut typisch für mich. Ey, mach mal locker hier. Locker machen. So. Da hätten wir denn jetzt auch Ruhe gemacht? Ich frage mich trotzdem, warum wir schon mal hier waren. Ich bin mir sicher, dass wir schon mal hier waren. Oder sieht das einfach nur so ähnlich aus? Ich kann es euch echt nicht sagen. Wir waren hier meines Erachtens nach schon mal. Aber die Map sagt nein. Und der Questschritt sagt auch nein. Also nehme ich das jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Und da ich ja sowieso hier immer alles... Hier waren wir schon, ich bin mir echt sicher. So, so, so. Schnauze. Oh, das war wohl die Sonderfähigkeit der Handrüstung. Schnauze? Schnauze finde ich gut. My inventory is full. Ja, das war ja irgendwann zu erwarten. Und viel Platz geschaffen haben wir dadurch auch nicht. Was wollte ich denn aufnehmen? Was Grünes, ein Zauberbuch? Naja, bla. Und da kommen wir also nicht weiter. Sieht mir zumindest nicht danach aus. Hätten wir wahrscheinlich irgendwo, ja, hätten wir da vorne abbiegen müssen. Ist jetzt auch egal. Wir gucken weiter. Ach, Schnauze. So, und da sind wir. Hallo. Alter, was, wer bist du denn hier? Sag mal. Alter, wer bist du? Halt einfach die Schnauze. Die sieben bitte einmal. Ich sagte die sieben bitte einmal. Die 6 und die 4. Und die. Ja, die 7 ist noch nicht wieder bereit. Alter, was kann der Hund einstecken? Ist jetzt mal gut hier? Ich glaube, wir sind alleine unterwegs. Das ist nicht gut. Das ist nicht nice. Einfach verrecken. Siehste wohl. Ach, und hier haben wir wieder das schotonische Rift. Oder war ich doch noch nicht da? Egal. So, la 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 la, zerbrochener Magnetstein, Leichenstaub, so, den Rest lasse ich liegen, ich bin eh vollgepackt. Ja, ich glaube, hier war ich doch noch nicht, oder hier war ich schon, und da geht's rein, und hier ist auch das schotonische Rift. Ich sage jetzt einfach mal, ich betrete das schotonische Rift, einfach mal, weil ich es kann. Wir schauen.
Okay. Was soll das? Nee, totaler Blödsinn. Dann gehen wir da wieder durch. Ist ja totaler Schwachsinn. Ja, wir müssen wohl hier rein. Das ist wohl der Weg. Das ist das Weg. Was? Was? Ach, du ahnst es nicht. Das ist der Bossgegner. Du ahnst es nicht. Jetzt lass mich mal eben kurz nachdenken. Das ist der Bossige. Das ist nicht nice. Hätte ich das... Obwohl, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch nichts anderes gemacht. Muss man auch mal so sagen. Ich weiß die Taktik gar nicht mehr. Ehrlich gesagt. Wie lange ist das her, dass ich gegen den gekämpft habe? Das ist echt schon eine Ecke her. Schnauze. Ja. So, die 7 bitte. Hörst du wohl auf, Arschloch. Was war das für ein Spruch gerade eben? Ich hab den echt nicht mitbekommen, leider Gottes. Ich kann's euch echt nicht sagen. Weiß nur, dass hier gerade was richtig scheiße läuft. So, der ist weg. Die 7 bitte. So, Arschloch. Lass das doch mal hier. Ist doch gut. Ist doch wirklich gut hier. Ja. Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Meine Fresse nochmal. Locked, ich geb dir Locked. Das ist wahrscheinlich eine einfache Schatztruhe. Alter, der hat da noch Leben ohne Ende, ey. Ich fass es doch nicht. Die 7 bitte mal. Ja, ich muss da mal eben weg. Ich mag das Geräusch nicht, was ich da gerade höre. Die 4 bitte. Und auf ihn mit Gebrüll. Alter Schwede, hartes Brot, ey. Ach, hau ab. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Die 4 schon wieder weg. Ei. Kann ich jetzt die 4 mal bitte wieder haben? Ja, das ist der Endgegner von Grim Dawn. Ich war das erste Mal auch schwer überrascht, muss ich sagen, als der auf einmal da war und ich im Grundsatz keine Chance hatte. Also es gibt hier auch gleich keine Abschlusssequenz oder sowas. Das hatte mich damals schwer verwirrt, aber ich wurde darüber aufgeklärt, dass das wohl normal ist. Alter, wie viel Leben hast du denn noch? Ja, wäre auch schön, wenn du es einfach kaputt machen könntest, aber irgendwie nicht, was?
So. Stirb einfach, Arschloch. Stirb einfach. So, jetzt wird es an der Zeit, da mal wegzulaufen, aber auf schnellstem Wege. Weg. Ist er platt? Habe ich ihn geschafft? Ja, ich habe ihn geschafft. Unglaublich, aber wahr, ihr Lieben. Beim ersten Try habe ich diesen blöden Pisser weggemacht. So. Mal gucken, was wir noch... Ich gucke erstmal die Kisten alle an. Und dann muss ich entscheiden. Schrott. Schrott. So. War da nicht noch irgendwo eine? Sieht nicht so aus. Auf jeden Fall haben wir das, den Arsch jetzt platt gemacht, den bösen, bösen Obermotz. Ja. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Die kann weg. Die kann ich sowieso noch nicht nehmen. Kann weg. Kann weg. So. Grüne Rüstung, das will ich alles ganz gerne behalten, weil sonst kann ich es noch immer verticken. Blaues Zeug kann in die Kiste. Aber ich glaube, ich habe hier echt gerade ein kleines, dezentes Problemchen, weil ich habe kaum noch das goldene Zeug kann auch weg. Ja, ich bin eh vollgepackt bis unterm Dach. So. So. Ja, kann ich hier mal eben... Nein, ich kann nicht. Drift öffnen. Das ist blöd. Scheiß drauf. Ich glaube, ich lasse es hier noch irgendwas dabei. Rubinring, den dürfen wir mitnehmen können. Bewährte Munition können wir mitnehmen. Was ist das? Turmschild interessiert mich nicht. Gamaschen können wir auch nicht mehr mitnehmen. Nein, nein, ist gut. Konnten wir noch mitnehmen? Konnten wir auch noch mitnehmen. Okay, ihr Lieben. So, damit haben wir den ekligen Bossgegner des Hauptspieles in die ewigen Jagdgründe geschickt. Ach, da ist ein Rift. Na, siehst du wohl. So, was steht hier denn jetzt? Sprich mit Inquisitor Creed bei Fort Econ. Na gut, lalalala, ich möchte ganz gerne die... Achso, ich muss ja erstmal ein Portal aufmachen. Macht irgendwie Sinn. So, Fort Econ, wo war denn das noch? Da ist es ja, in Fort Econ. So, wo ist der denn jetzt? Der war da oben, glaube ich, irgendwo. Ja, ich sehe den Stern da auch schon. Nicht leuchten, aber er ist da. So, da ist er ja. Was hast du uns zu sagen? Ja. Okay. So, our great moment of triumph has soured with tragedy. The cult's defeat at the Necropolis marks humanity's first major victory in this conflict. Proving that we are not going to simply lie down and let ourselves be wiped out by fiends and spirits. Word of this victory will spread, give people hope that someday this nightmare will truly be over. Na, wenn du das sagst. We cannot forget those who sacrificed their lives to bring us here. Brave men and women of the Black Legion who took up arms in the defense of Ur-Alan.
nation that scorned them as criminals, outcasts, and even traitors. In death, they were none of those things. They died as heroes. But I refuse to count Olgrim among the dead just yet. I owe him that much. Ja. I could use your help. Okay. Are you with me? Habe ich Fragen? Ja, was ist mit den Ätherischen? Sie sind nach wie vor eine Bedrohung. Sie kontrollieren immer noch große Teile des Kaiserreichs. Wir müssen uns auf einen längeren Konflikt vorbereiten. Es könnte Jahre dauern, bis wir die Hauptstadt stürmen, geschweige denn die Ätherischen aus Kairn vertreiben. Was mit Ulgrim? Gesundheit. This is too dangerous. I need to find another way. The Rift Gate! Something's coming through! Inquisitor Kree! Devil's Crossing was attacked. Take it easy, John. What's happened? Some new kind of ethereal. Just smashed right through our defenses. We need reinforcements. We're in bad shape. I'll send help, but I can't spare much. We're equally pressed here. The loss of Olgrim to the Void may be more serious than you realize. Olgrim is dead, Creed. You must know that. My people need help now. We won't survive another attack. John, I... It came from Malmuth. That thing that attacked Devil's Crossing. I escaped the city with a small group 2 weeks ago. Most died crossing the burning fields. My father was pulled into the bog by cannibals. I had to leave him. I was the only one who made it to Devil's Crossing. Malmuth has been a living nightmare since the Grim Dawn. I was part of the resistance there, if you can call it that. The Ethereals toyed with us, as if we ever had a chance. They let us fight on because they needed us. Needed our bodies for the grotesque things they make deep beneath the city. You think you're safe here, behind your stone walls. But those things from Malmuth will keep coming, and they will find you. And no fortress will ever be able to save you. A chilling tale, indeed. In our fight against the Chthonians, we've overlooked a growing ethereal threat. We must find Olgrim. But maybe we can aid Malmuth at the same time. You've already done a great deal, but we must ask for your help once again. War klar. We need you to strike at the heart of the ethereal invasion, far to the east, in the ruined city of Malmuth. Ja, und damit beginnt das Add-on. Das ist mal eine klare Sache. Wir nehmen das Tagebuch an uns, wir nehmen das... Ja, genau. Das werde ich mit Sicherheit nicht liegen lassen. Dann geht lieber sowas hier. Ja, 31% Wahrscheinlichkeit, 848 Schaden abzublocken. Das ist schon recht gut, aber wie gesagt, ich kämpfe immer noch nicht mit Schild. Möchte ich auch gar nicht. Das gefällt mir eigentlich so ganz gut mit der Zweihandwaffe. Aber gut, an dieser Stelle soll die Folge ehrlich gesagt auch zu Ende sein. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wir sehen uns dann im Add-on wieder mit Alt-Ernidine. I've never been so far. Ja genau, macht ja nichts. Okay, ich gehe ein bisschen verticken und so weiter und so fort. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal bei Grim Dawn. Tschüss.